Wir sensibilisieren Passanten an der Bahnhofstrasse in Zürich. Die Öffentlichkeit ist sich nämlich nicht bewusst, dass in der Schweiz pro Sekunde ein Quadratmeter Boden versiegelt wird und in Zürich fast viermal mehr. Darum haben wir hier eine Oase zum Geniessen eingerichtet, damit die Leute realisieren, dass es doch eben schön ist, wenn es ein bisschen grüner ist. Und wir hoffen damit, die Passanten zum Nachdenken anzuhalten. Und deswegen heißt unser Projekt auch Rastplatz zum Aufbruch anhalten. In einer gut organisierten Aktion haben Studenten vom WWF-Lehrgang Umweltberatung und Kommunikation in aller Frühe ihre Grünfläche vor einem Brunnen auf einem kleinen Platz beim Rennweg in Zürich eingerichtet. Sie sind noch nicht ganz fertig gewesen, da sind auch schon die ersten Künstler eingetroffen, um die Aktion musikalisch und humoristisch zu begleiten. Es sammelt sich in kleinen Spalten, der Städtestaub kann sich hier halten. Ja, da glaube ich schon, hat es keine Grüne. Städte sind grüezi voll. Schnell ist es gelungen, die ersten neugierigen Passanten zum Verweilen einzuladen. Und nach dies nach haben immer mehr Leute auf dem grünen Sofa in der grünen Zone Platz genommen. Nebst den ernsten Gesprächen, die das Rastplatz-Team mit den Passanten geführt hat, um sie auf das Problem der Bodenversiegelung aufmerksam zu machen, haben die Aktionskünstler gelesen, gesungen und versucht, die Neugierigen zum Mitmachen zu bewegen. Ja, das ist wunderbar, sehr gut. Im Vorbeigehen entdeckt Grete in einem Blumengeschäft im Seefeld Vogelnester. Sogar Vögel lassen bauen. Wir hätten da das Lob der Langsamkeit. Ich lese keine Gebrauchsanweisungen. Eine Geschichte wird erzählt. Anti-Rust. Madame, erzählt eine Geschichte. Kommen, seht ihr das Sofa? Lenny und Fröhle. Kriecht an einem regnerischen Nachmittag der Wurm aus Gretes Ohr heraus, ohne Vorankündigung und Antibiotika, verschwindet einfach und lässt sie wieder in Ruhe. Gegen Abend sind dann als krönender Abschluss für den Tag mit der Guerilla-Gardening-Aktion Tausende von Grassamen mittels Luftballon in die Biosphäre verteilt worden.